Okay, Leute, ja, wir sind wieder hier bei Let's Play Okami und haben irgendein goldenes Gefäß, was auch immer das sein soll, bekommen. Und da oben, ich sehe was. Habe ich das immer noch? Ja, ich habe es noch im Maul. Okay, gut. Erhalten Glasperlen. Okay, sehr schön. Wir haben das letzte Mal dieses goldene Gefäß bekommen oder was auch immer das darstellen soll. Und, vielleicht brauchen wir das hier bei dem Ehepaar. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber jetzt schauen wir mal hier rein. Und wenn es gut läuft, dann schlafen die jetzt. Ganz genau. So soll es auch sein. Ich lasse das jetzt anräumen. Nein, ich will nicht verschwinden. Nicht verschwinden. Nein! Oh, doch. Ist doch da. Okay, sehr gut. Kann ich euch aufwecken? Oh, essen schönes, saftiges Fleisch. Oh. Hallo, du? Wachst du auf, bitte? Aufwachen. Oh. Ja, es wacht halt einfach keiner hier auf. Man haut denen in die Fresse und sie wachen nicht auf. Gut, was mache ich mit dem Ding hier? Ich habe keine Ahnung. Hier kann ich nichts machen, hier kann ich graben. Das will ich machen. Grab, bevor das Ding verschwindet. Oh, ja, okay, passt. Hab's noch. Erhalten verstreute Perle. Sind alle verstreuten Perlen und hier kriegst du eine Belohnung. Ja, gut. Dauert noch eine Weile, bis wir alle haben. Aber wir werden natürlich auch alle suchen. Ja, ich hab keine Ahnung, muss ich echt sagen. Ich weiß nicht, was ich hier machen muss mit dem Ding. Ich schaue jetzt nochmal zu den Spatzen. Und nein, ich kämpfe. Wollte ich natürlich sagen. Ihr müsst mich auch ausreden lassen. Hier. Zack, zack. Kaputt gehen. Nochmal. Vernichtet. So, ich auch nochmal. Komm. Okay, jetzt ist er kaputt. Ich bin gerade die ganze Zeit am Überlegen, was ich denn mit diesem Ding hier anfange. Ich wüsste, ich habe nicht mal eine Ahnung, was es darstellen soll. Schaut mal, das ist golden mit irgendwas Schwarzem dran. Ja, toll. Sinn? Fragezeichen? Keiner. Gut, ich schaue jetzt einfach mal nochmal zu den Schwarzen. Vielleicht kann ich damit irgendwas anfangen. Bestechen oder was auch weiß ich. Oh, da ist ein Monster. Will ich nicht haben. So. Und nochmal. Ach Gott. Ich habe auch Angst, dass wenn es verschwindet, dass ich dieses ganze dumme Minispiel mit diesem... Es ist weg. Okay. Schön. Das ist natürlich gut. Nicht. Okay. Es ist morgen. Schön. Das können wir auch gleich testen, ob ich irgendwas... Irgendwas muss ich doch mit diesem scheiß Ehepaar machen. Das sollte eigentlich auch Wasser sein. Das meine ich. Ja, hier ist eine Brücke. Hier muss Wasser irgendwie sein. Und jetzt ist die Alte wieder draußen. Ist natürlich gut. Okay, ich glaube, ich muss zuerst... Es ist ein Ehepaar. Also es gibt auch einen männlichen Part von dieser hässlichen. Und ich schaue einfach mal hier hoch jetzt. Irgendwas muss es ja hier geben. Hallo, wer bist du? Ja, Quellenmaid. Ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Die Meerjungfrauenquelle hat uns immer so schönes, frisches Wasser gegeben. Wie kann sie nur als einmal ausgetrocknet sein? Ja, gute Frage. Oh, hier kann ich wieder hoch. Da kann ich hoch. Da will ich hoch. Überall, wo ich hoch kann, will ich hoch. Wow. Okay. Daher. Okay, sehr schön.
Okay, gut. Ich weiß, was ich hier machen muss. Kann ich auch nur nicht. Ach, ist es herrlich, wenn man so viele Möglichkeiten hat und einfach nichts kann. Gut, ein Baum, den ich nicht zum Blühen bringen kann. Danke. So. Wir sind 5 Minuten hier rumgeirrt und haben einfach mal... Da ist ein Dämonentor. Haben jetzt einfach mal nichts geschafft, bis auf jetzt ein Dämonentor zu finden, ne? Na, komm. Fische. Das sind jetzt nicht die schwersten Gegner. Zack, zack, zack. Hier schneide ich deine Flügel auch noch ab. Das ist kaputt. Feigling! Krieg ich schon noch. Okay, gut. Ah, okay, ist so einer noch. Ich mag die nicht. Die brauchen einfach so ewig, bis sie hochkommen. Na, kommst du? Na, okay, danke. Wieso sage ich heute schon wieder so oft Danke? Meine Güte, ich bedanke mich bei den Gegnern. Bumm, kaputt. Und er hat einen weißen Arsch gehabt. Okay. Du. Wieder schön Geld dazu gekriegt. Und was entsteht? Wow. Viel Bambus. Und ein paar Tierchen. Ich auch gleich mal füttern möchte. Ich bin ja tierlieb. Man muss sich ja sein Essen züchten. Ein Hirschbraten. Ja. Kein Hirschbraten. Ich fütter sie nur. Gut. Da ist wieder irgendwas. What the fuck, ein Monster, ein... Was willst du hier? Hallo? Wer bist du? Da. Da ist es. Mein Pendel schreit es geradezu. Der Schatz muss hier vergraben sein. Was starrst du so an, Hündchen? Wirst du mal mir helfen, den Schatz auszugraben? Mein Pendel hatte mir gezeigt, wo es war, aber ich hatte total die Orientierung verloren, wo das jetzt war. Und ich weiß nicht, warum ich den so spreche, aber irgendwie sieht er so doof aus. Es muss irgendeine Art Hinweis hier in der Nähe geben. Da sind... Oh, Füchse. Och, schau doch, wie süß. Oh. Fleisch. Hier, bitte. Fresst euch satt. Och, schaut euch das an. Oh. Ich schau viel cooler aus. Gut, egal. Gebt mir bloß Glück. So, er muss irgendwo ein Hinweis sein? Was will der von mir? Ah, vielleicht diese Steinplattform? Soll ich mit der irgendwas machen? Ich probiere mal eine Bombe. Und? Nein, bitte bleib. Ja, irgendwie. Hier will ich eine Bombe drin haben. Sehr viel mehr in der Mitte kann eigentlich nicht sein. Nein, okay, eine Bombe kann es nicht sein. Schade. Boah. Da ist ein Baum noch. Hab ich den nicht schon gemacht? So, okay. Ach, schaut euch, wie sich die Füchse freuen. Und ich habe 11 Glück für diesen Baum gekriegt. Wie gut ist das denn? Oh, okay. Was haben wir hier? Zugbrücke! Kann ich hier schon lang? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade echt ein bisschen arg überfragt. Ach, egal. Ich werde schon irgendwas finden. Was haben wir hier? Wieder Kleefutter. Okay. Hallo, na? Hey, du da, Hündchen! Du möchtest auch rüber in die Stadt? Ich befürchte, niemand wird irgendwo hingehen, solange die Zugbrücke oben ist. Nicht einmal die Wachen hier wissen, warum sie hochgezogen wurde. Ich wette, da geht irgendwas sehr Merkwürdiges vor sich. Ja, kann sein. Hey, du kannst verstehen, was ich sage, stimmt? Soll ich dir ein Gerücht erzählen, das ich gehört habe?
Anscheinend gibt es eine mysteriöse Krankheit in der Stadt Seiyan. Normalerweise würde ich so ein Gerücht natürlich nicht glauben, aber als ich es das erste Mal gehört habe... Nun, es war genau zu der Zeit, als die Zugbrücke hochgezogen wurde. Wenn die Gerüchte stimmen, dann nehme ich mal an, dass es keine Eile hat, hier zu verschwinden. Ja, okay. Was sagst du mir? Frau Ananas. Gute Namen. Ohne Scheiß. Och, was für ein süßes kleines Hündchen. Hängst du hier auch fest? Diese große Brücke da drüben. Die Menschen nennen das große Zugbrücke. Das ist die Verbindung zwischen der Taka-Ebene und der Stadt. Und wie du sehen kannst, halten sie in diesen Tagen die Brücke geschlossen. Ich frage mich, was in der Stadt wohl los ist. Da hat einer ein Herzchen. Warum hast du ein Herz? Yoichi! Oh, hallo, was ist los, Hündlein? Warum dieser traurige Blick? Mit diesem Blick wirst du nirgends hinkommen. Das bringt Pech, ich bin Yoichi, der beste Bogenschütze der ganzen Stadtwache. Wow, was für eine Nase. Der größte Bogenschütze Yoichi. Oh mein Gott, das ist aber ein beeindruckender Bogen, den du da hast. Was ist das? Du hast ja auch noch einen Freund mitgebracht. Das ist mein treuer Bogen Goldfeuer, der stärkste im ganzen Land. Wache ist so eine langweilige Arbeit, deshalb schlage ich die Zeit dadurch tot, dass ich Bogenschießen übe. Ich werde dir zeigen, was ich kann, sieh dir das an. Und? Wow, mitten in Schwarze. Ganz schön gut, was? Es gibt kein Ziel, das Goldfeuer und ich nicht treffen können. Nun, meine Freunde, wollen wir eine Kleinigkeit essen und uns ausruhen? Was ist, Hündlein? Möchtest du hier durch in die Stadt? Nun, da gibt es aber ein Problem. Ich habe diesen Kontrollpunkt bewacht, als plötzlich der Befehl kam, dass niemand mehr in die Stadt betreten darf. Sieh nur, wie hoch sie die große Zugbrücke auf der anderen Seite gezogen haben. Normalerweise würde ich einen brennenden Pfeil abschießen, als Signal, dass sie gesenkt werden soll. Aber auf der anderen Seite ist kein Wachposten. Ich frage mich, ob meine Kameraden in der Stadt bemerken würden, wenn ich einen Pfeil abschieße. Auch egal, ich habe eh nichts, um einen Pfeil anzuzünden. Wie du siehst, sind die heiligen Flammen der Phönixstatue plötzlich ausgegangen. Es kommt irgendwie alles auf einmal in letzter Zeit. Zumindest bekomme ich etwas wohlverdiente Ruhe. Wollen wir eine Kleinigkeit essen und uns ausruhen? Ja, danke. Wir geben mir einfach jedes Mal was zu essen. Der schläft, den will ich nicht wecken. Hallo. Ich würde gern was einkaufen. Ja? Ist gut, ich will einkaufen. Ich will nicht deine Geschichte hören, ich will einkaufen. Mann, Langweiler. Futtersack Fleisch, da werde ich mir eine Kunstgemüse kaufen. Fisch habe ich. Samen habe ich. Okay, Tintenstein, Vergeltung, bla 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 bla. Okay, da habe ich auch noch ein bisschen was. Deswegen lasse ich das auf. Okay, gut, danke. Ein bisschen Futter reicht. Och Mann, und ich weiß jetzt schon wieder nicht, wo ich lang muss. Halt, das sind Vögel gewesen. Oder? Vögel, doch, hier, Vögel. Samen. Und wir sind schon wieder fast am Ende der Folge. Oh Mann. Und wir haben einfach nichts erreicht. Und ihr gebt mir ganze drei... Oh ja, genau. Drei Glück. Geizig ohne Ende. Und springen durch das Tor. Ach ja. Okay, bin ich jetzt. Was ich lustig finde, lustig ist ein seltsames Wort. Nee, was ich seltsam finde, ist, dass ich noch keinen Dämonenzahn mehr bekommen habe, außer diesen einen. Und da sind sie relativ geizig. Muss ich ja zugeben. Oh, ja, genau, Amy. Hängt so an so einem ganz kleinen Punkt. Ist wieder alles schwarz. Irgendwie ist voll dunkel. Na gut, egal. Quelle wird schon irgendwann sprießen. Wieder da ist ein Dämonentor. Ich habe noch eine halbe Minute. Wir schaffen das in der halben Minute. Komm. Hallo. Okay. Und, oh Gott. Vielleicht schaffen wir es auch nicht in der halben Minute. Dann gibt es zwei Folgen heute. Wir haben heute eh nichts erreicht. Ich mache zwei Folgen heute. So schaut's aus. Was machst du? Hallo? Okay, ich muss den erst angreifen. Sag, nein, oh.
So. Ja, ist gut. Fair. So, okay, jetzt halt. Blühen bringen und Schnitt. Schnitt. Misch. Okay, sehr gut. Oh, und oh, wieso müssen die immer dabei sein? Hallo, die kosten so viel Zeit. Ja, Leute, ich mache jetzt hier kurz einen Schnitt und dann geht's weiter. Bis gleich.